Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meinem neuesten Sonntagsprojekt. Jede Woche sonntags spiele ich jetzt Spiele an, spiele auch vielleicht mal durch andere Genres, als wir sonst gewöhnt sind. Obwohl dieses hier ist schon ein bisschen an das gewöhnliche Genre angelegt. Es geht hier auch ums Craften und ums Überleben, beziehungsweise nicht erwischt werden in diesem Fall. Wir spielen Mr. Prepper. Mr. Prepper ist beim Versuch, aus einem Staat zu flüchten, erwischt worden. In diesem Staat wird der Bürger gut kontrolliert. Es gibt wenig Gesetze, die dein privates Eigentum schützen. Und Mr. Prepper ist jetzt auf Bewährung, muss aber trotzdem seinen Fluchtplan versuchen, neu durchzuführen und zusehen, dass ihm die Flucht gelingt. Dazu muss er einige Sachen machen. Das Spiel selber ist ein bisschen wie ein Click-and-Point-Adventure. Ja, wir gucken einfach rein und lassen uns mal überraschen. Ich bin schon gespannt, beziehungsweise habe ich es schon mal kurz angezockt, um mich mit der Spielsteuerung so ein bisschen vertraut zu machen. Das, denke ich, hat ganz gut geklappt, aber jetzt fangen wir hier richtig an, ganz neues Spiel. Und wir gucken einfach mal, was hier auf uns zukommt. Ich finde es ganz cool. Mal gucken, wie lange das so ist. Wir schauen einfach mal rein. So, wir starten ein neues Spiel. Wir löschen einen alten Spielstand. Ja, ich bin mir sicher. So, wir machen ein normales Spiel im normalen Modus. Und wir wollen das spielen. So, bereite dich auf das Schlimmste vor. Genau, Mr. Prepper glaubt immer, wir stehen kurz vor einem Atomangriff. Deswegen ist das auch ein Grund, warum er flüchten möchte. Ja, wir gucken uns das mal an. Dies geht jetzt hier, diese Sonntagsrunde geht dann auch mal über die halbe Stunde hinaus. Ich denke mal, so 60 Minuten werden wir wohl spielen. Ja, wir wollen das Tutorial spielen. Und ich verschwinde mal kurz. Lifeless, filled only with boredom, propaganda, and control. I've tried to escape, and I've failed this time. But I'll find a way. They call me Mr. Prepper. Ja, wie ihr seht, er ist gescheitert. Er versucht hier zu flüchten. Und ja, wir warten mal ab, bis das Spiel geladen ist. Mir fällt nämlich gerade ein, dass ich meinen Kaffee habe an der Kaffeemaschine stehen lassen. Den muss ich mir gleich nochmal eben schnell holen. Jo, dann wollen wir mal starten. Hier geht's los. Und wir sind zurück an ihrem Wohnort, Bürger. Wegen dem Fluchtversuch haben wir ihr Fahrzeug konfisziert. Dies ist ein Standardprotokoll. Natürlich ist es ihnen auch verboten, ein neues Fahrzeug zu kaufen oder zu registrieren. Die Agentur drückt ihre Hoffnung aus, dass sie es nicht noch einmal versuchen werden, aus Murricaville zu fliehen. Ach, natürlich habe ich es vor, mich wieder in diese wunderschöne Stadt zu verlieben. Das ist eine lobenswerte Einstellung, Bürger. Von nun an sind sie auch auf Bewährung. Ich werde regelmäßig für eine kleine Inspektion vorbeikommen und nach staatsgefährdenden Aktivitäten und Gegenständen Ausschau halten. Dies ist ein Standardprotokoll. Ich bin mir sicher, dass sie Folge leisten und meine Besuche nur eine Formalität sein werden. Gott schütze den Präsidenten. Oh ja, möge Gott ihn schützen. Warum hat er einen Baum da drunter? Naja, dies ist ein Tutorial. Lass dich herumführen. Okay. So, ach so, ja. Bewege die Maus. Hier, so, zack. Mit WASD. Mr. Prepper bewegen wir mit der linken Maustaste. Na, genau. Und mit Doppelklick rennen wir.
um zu sehen, was du damit machen kannst, auf irgendein Objekt inspizieren. Ist ein Schrank, versteckt etwas darin oder verarbeitest zu Holz. Gut. Du bist nach deinem Fluchtversuch müde, du verdienst dein Nickerchen. Okay. Nickerchen. Ja, hier gibt es einen Ausruhbalken. Ich würde gerne für ein kurzes Nickerchen. Jetzt haben wir nicht aufgepasst. So, fertig genickert. Du bist hungrig, geh etwas essen. Okay. Wir haben hier einen Kühlschrank. So, was essen wir denn Schönes? Möhren haben wir ja genug da, ne? Essen. Ach komm, wir essen eine Suppe. Die macht uns voll. Jawohl. So. Halte deine Vorbereitung hoch. Das ist deine Vorbereitung. Er ist dein wichtigster Wert. Wenn er auf Null fällt, wirst du in Ohnmacht fallen. Bleibe satt und ausgeruht, um ihn hochzuhalten. Oha. Also immer schön schlafen. Lies deinen neuen Fluchtplan. Okay. So. Ziel Nummer 1, überleben. Ziel Nummer 2, flüchten. Baue einen Bunker. Baue den ersten Raum von meinem Bunker. Okay. Ah, da. Nee, nicht Zeit. So. Ach so. Ja, dass man hier mit rechter Maustaste, ne? Ja, dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Genau. Wir bauen unseren ersten Bunker. So. Okay. Bauen. Ah, hier mit Helm. Sehr vorsichtig, der Gute. Und natürlich auch mit Plan, ne? So. So schön animiert hier mit dem Bunkerbau. Gefällt mir. So, du musst eine Leiter für deinen Bunker herstellen. Decke zuerst deine vertraute Werkbank auf. Ich folge mal hier diesem Pfeil. Da ist eine Werkbank. Inspizieren, aber rennen. Inspizieren. Ich brauche einen Platz zum Arbeiten. Stoff, Grundmaterial. Benutze es, um Kleidung herzustellen. Nehmen. So, hier. Werkbank. Inspizieren. Lässt dich Gegenstände herstellen und zerlegen. Deine Werkbank ist ein bisschen rostig. Schaue nach, was du brauchst, um sie aufzufrischen. So. Eine Werkbank. Der beste Freund eines Preppers. Herstellen. Herstellen, zerlegen und Arbeitsmagie. Aber es wäre besser, wenn sie vor dem Agent versteckt bleibt. Okay. Deine Werkbank ist ein bisschen rostig. Ich brauche hier Metall. 15. Ne, 5. 5 Metall, 15 Holz. Okay. Du brauchst etwas Metall und Holz. Fange mit dem Kauf von 8 Einheiten Metall an. So, der Pfeil. Aha, okay. Hier, Briefkasten. So. So, Zeit zu handeln. Ja, gut, dann handel mal. Mach eine Bestellung und hole sie in 2 Stunden ab. So sollte das klappen. So, Sergej. Du brauchst 8 Einheiten Holz, ne? Haben wir gesagt. Warte mal, stand das hier nicht auch irgendwo? Ja. Ich habe 50 und ich brauche 8 Einheiten, ne? Ja, handeln. Gehandelt. So, 2. Level, Vertrauen. Das ist dein Vertrauensniveau mit deinen Nachbarn. Jedes Mal, wenn du dein Vertrauen verbesserst, erhältst du Zugang zu mehr und besseren Angeboten. Okay. Durch Weiterempfehlungen deiner Nachbarn kannst du auch weitere Händler freischalten.
Eine Holzpalette brauche ich jetzt nicht, ne? So, wir schließen das. Wir machen natürlich alles, was uns hier gesagt wird. Gehe in den Wald und suche etwas Holz. Okay. Da haben wir doch bestimmt Zeit für. Ich müsste gleich mal wieder ein Nickerchen machen, ne? Halte Steuerung links gedrückt, um die Zeit vorzuspulen. Aha. Nehmen. Inspizieren. Baumstamm. Nehmen. Drei Baumstämme. Ah, Blaubeeren sind sehr gut zum Essen. Inspizieren. Noch einen Baumstamm. Nehmen. Inspizieren. Seilbahnstütze wird zum Reisen zwischen Waldgebieten benutzt werden. Benutzt. Muss zuerst repariert werden. Es wäre eine gute Idee, diese Baumstämme zu sammeln. Ja, ja, mache ich doch. So, was haben wir hier? Lebensraum. Ah ja. Traps Area. Okay. So, nehmen wir den auch noch. So. Ja, dann haben wir doch alles. Gehe zurück nach Hause. So. Ah ja. Gehe zurück nach Hause. Da kommt das schon. Wieder auf das Schild und ab nach Hause. Anpflanzen, gießen und was ein schlechtes Wetter heute. Oder ist das meine Laune? Reden. Ah, was ein schlechtes Wetter heute. Oder ist das meine Laune? Hä? Reden? Na. So viel hat er nicht zu erzählen, oder? Nee. Nee, dann lass mal reingucken hier. Metall ist gekommen. Sehr schön. Alles nehmen. Gut. Zerlege drei Holzstämme. Drei Stämme, um Holz zu bekommen. Zerlegen tun wir ja an der Werkbank, ne? Aber gesagt. So, Werkbank. Zerlegen. Ah ja, und dann gibt's Holz. Gut. Jo, und dann können wir die Werkbank gleich aufbessern. Oder reparieren. Und schlafen müssen wir auf jeden Fall. Herstellen. Erhalte dein Metall. Verbessere deine Werkbank, ja. Herstellen. Das grundlegende Zahlungsmittel in einem schönen Land. Ein apokalyptischer Dollar. Gut. Und jetzt kann ich eine Leiter bauen. Ich würde mich gerne schlafen legen. Ja, ja. Herstellen. Wir machen eben die Leiter, dann gehen wir pennen. Ja. Ah, das ist aber auch ein bisschen nervig, dass das nicht ausgesucht bleibt. So, wir gehen jetzt schlafen. Bevor wir die Leiter anbringen, gehen wir schlafen. Naja, wir pennen. Dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Nickerchen. Och man. Das ist ja blöd. So, Inventar. Eine Leiter. Drag and Drop. Zack. Um. Okay. Zudecken. Dafür ist jetzt nicht der... Du brauchst Lampen. Dafür brauchst du Glas. Zerlege etwas. Da. Inspizieren. Nützlich zum Aufbewahren von Flüssigkeiten kann zerlegt werden. Eine gute Quelle für Materialien. Nehmen. So, da müssen wir wieder an die Werkbank, damit wir zerlegen können. Ha, und so kriegt man doch schon wieder keinen Schlaf hier, ne? Was liegt aber jetzt wohl? Ich könnte etwas Licht in meinem Bunker brauchen. Ja, Werkbank. Zack. Zerlegen. So, jetzt habe ich ja Glas. Stelle eine Lampe her. Wandlampe. Wenn du etwas in deinem Haus zerlegst, kannst du es jederzeit wieder bauen. Wandlampe herstellen. Okay.
Dann haben wir jetzt die Wandlampe hergestellt. Dann müssen wir die jetzt noch platzieren. So. Ach so, hier. Natürlich. Schön so, jetzt kann ich sie in meinem Bunker platzieren. Jetzt möchte ich schlafen. Du musst vor 3 Uhr schlafen gehen. Okay. Dann schlafen wir doch jetzt mal schön. Und dann ist ein guter Zeitpunkt, meinen Kaffee zu holen, wenn wir geschlafen haben. Ach ja, übrigens, schlafen ist hier der Speicherpunkt quasi. Wenn man schläft, wird gespeichert. So, während du eine Gruppe an Gegenständen siehst, kannst du mit rechter Maustaste einen Gegenstand ablegen. So, wir müssen was essen. Der Agent kommt gleich. Also, Fluchtplan, umdrehen. Hier unten hin. Da ist er schon. Nehmen. 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 Na. Zudecken. Mach doch schneller. So. Fluchtplan habe ich verdeckt. Dann schnell. Nehmen. Ach so. Ah, naja. Oh nein, der Agent ist da. Hier. Aufdecken. Nein. Oh oh. Scheiße, jetzt habe ich ihn schon reingelassen. Aber ich habe die Werkbank ja noch, ne? So. Ich hoffe nicht, dass er mich hier durchsucht. So, okay. Ah, oben. Bless the President. Haben wir alles zugedeckt. So. Da schaut er sich um. Oh, ich habe die Werkbank nicht mehr in den Bunker gekriegt. Ich bin gespannt. Da mein Brief. Verdächtige Gegenstände. Das ist der Agentenbericht. Behalte dein Haus im unveränderten Zustand, sodass die Berichte positiv bleiben. Fehlende wichtige Gegenstände? Keine. 3. Verdächtige Gegenstände? 2 Fässer. Verdacht? 28%. Nächste Kontrolle an Tag 8, Monat 1 um 12.18 Uhr. Oh Gott, das war knapp. Ich muss vorsichtiger sein. Platziere die Werkbank in deinem Bunker. Huiuiui. Ja, besser ist. So, hier aufdecken. Und runter im Keller. So. Bumm. Werkbank. Ich hatte nicht mal Zeit zum Frühstücken. Ja, macht ja nichts. Ja, ich mache ja jetzt. Ja, dann geh doch hoch hier. So, wenn ich da nicht runter muss, wird das Ding immer schön. Ah, nein! 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 Oh. Voll Horst, ey. Zudecken. Dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Ich muss mir was zu essen kochen. Einfach ein paar rohe Zutaten mixen, etwas Hitze dazu und voilà, essen. Kochen macht das Essen üppig. So, Gemüsesuppe, Rübe, Karotte, Salat und Wasser. Okay. So, fangen wir mit einem Smoothie an. Also, wir brauchen... nehmen, 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 Wasser,
Wir machen als allererstes mal einen Blaubeersmoothie. Ne, können wir noch nicht. Wir haben nicht genug Blaubeeren. Ah, da macht eine Gemüsesuppe. Das haben wir. Kochen wir gleich. Jetzt fehlt mir Salat, ne? Rübensuppe fehlt was. Karottensuppe fehlt was. Okay, aber ich habe mir was zu essen gemacht. Das ist doch gut. So, dann können wir das hier wieder reinpacken. Die da reinpacken. Die esse ich gleich. So, zack, zack. Und Wasser habe ich. So, dann wollen wir mal schnell was mampfen. Ach, guck mal. Okay, alles ist an seinem Platz. Zeit für meinen ultimativen Plan. Lies dein Journal. Da. Journal. Ich sollte anfangen, indem ich auf meinen ultimativen Plan schaue. So. Dann guck doch mal drauf. Ja, umdrehen hilft. So, was ist das nächste? Schaffe eine Nahrungsquelle. Bau ein paar Pflanzen in deinem Bunker an. Okay, dann machen wir das doch. Ich brauche eine Nahrungsquelle. Zeit, um eine unterirdische Farm anzulegen. Gut, machen wir jetzt. So, dann wollen wir mal unsere Nahrungsquelle hier. Der Agent wäre nicht glücklich, wenn er das sehen würde. Um eine einfache Untergrundfarm zu bauen, brauchst du 5x Beet kann in der Werkbank hergestellt werden. 5x Samenbeutel, du kannst eventuell ein paar in deinem Haus finden. Samen können auch im Handel gekauft werden. Okay. Wir checken hier mal. Inspizieren. Regal. Ein Stück Möbel, nützlich zum Lagern. Hat Holz. Inspizieren. 2 Plastik, ein Metall und Elektronikteile wahrscheinlich. Man kann aber schlecht lesen hier, ne? Aber ja, man kann hier in seinem Haus ein paar Sachen auseinandernehmen. Gut. Hier öffnen. Was haben wir denn hier? Auch Geld nehmen wir immer. So. Was haben wir hier? Nix. Und hier? Irgendwelche Köder, die lassen wir mal drinne. Okay. So, wollen wir mal in der Küche gucken. Hier. Ah, guck, da sind Samen. Samen, Samen. Da war ich doch schon. War ein bisschen schwierig hier zu steuern. Ne, da gibt es noch Wasser. Hier gibt es noch mal Samen. Quatsch. So rum. Oh, nehmen wir mal. Das haben wir genug. Gut. In der Werkbank. Das heißt, wir müssen in den Keller. So. So, wo können wir denn Erde herstellen? Beet. Kann ich das hier... Hä? Was haben wir denn hier? Herstellen. So, haben wir jetzt 1, ne? Ja. Jetzt kann ich 2, 3, 4 noch bauen. Gut. Dauert natürlich ein bisschen länger. Bock, bock, bock. Jo. Hat er so fertig? Jo. 5x Beet. Haben wir. So, was müssen wir dann? Ich komme dort nicht hin. Na klar. Ja. So, dann lass mal gucken. Aber wo stelle ich denn die Beete hier alle hin? Hier kann ich nichts mehr. Hier kann ich 1. Okay. Hier kann ich auch noch 1. Aber ne, wenn ich dann noch einen neuen Bunkerraum wohl brauchen, ne? Wo war das? Was ist? In schlechter Verfassung. Deine Vorbereitung nimmt ab. Deine Ausdauer und deine Sättigung müssen über 50% liegen. Ah, Nickerchen. Geh doch mal hier hoch. Mach doch mal ein Nickerchen. So, dann was zu essen. Blaubeersmoothie, Nickerchen. So, schnell ein kleines Nickerchen gemacht hier.
So. Schnell runter. Ab in die Küche, was zu essen machen. So. Was zu essen. Na, können wir wahrscheinlich gar nichts machen, ne? Weil uns Zutaten fehlen. Wir können nichts machen, uns fehlt alles. Na, schade. Dann ess halt erstmal so hier, ne? So. Und lass uns die Beeren hier gleich essen, ne? Alles essen. So. Ja, jetzt haben wir es wieder. So, dann ab in den Bunker. Heißt aber auch, wir brauchen eine neue Leiter. Wir brauchen einen Bunker. Wir müssen den Bunker. Bös. Ach, Mist. Verdammt. So. So. Abbrechen. Meine Güte. Nicht so eilig. So. Bauen. Jawohl. So, bauen wir unseren Bunker mal weiter aus, damit wir hier die Beete platzieren können. Jo. Das heißt, wir brauchen wieder Licht, ne? Wir haben schon 20 Uhr. Haben wir noch irgendwo ein Glas? Für eine Lampe. So. Da. Inspizieren. Nehmen. So, lass mal eben hier runtergehen wieder. Leiter, was fehlt mir denn? Ich brauche für eine Leiter 3 Metall. Ja, hier, da ist doch dieser Topf, ne? Der lässt sich doch bestimmt, Quatsch, hier, inspizieren. Blauer Topf, 2 Metall. Nehmen. Und hier unten. Ja, nehmen wir auch. Nehmen. Da haben wir unsere 3 Metall. Wir haben Glas. Wir können die Leiter bauen. Sehr gut. So. Also. Leiter. Ach so, nee, Quatsch. Hier muss ich erstmal mal zerlegen. Den Topf. Zerlegen. Das zerlegen. Und das zerlegen. Na cool. Das ist ja gut zu wissen, ne? Jetzt eine Leiter herstellen. Direkt eine Glühbirne herstellen. Beet herstellen. Wandlampe herstellen. Jo. So. Dann hier. Leiter platzieren. Oh. Ja, gleich. Da. Leiter. So, ich gehe sofort schlafen. Bis um 3 habe ich ja Zeit. So, und dann hier schöne Wandlampe. Jetzt muss ich hier noch irgendwie 3 Beete unterkriegen. 4. 1, 2, 3. Oh, kriegen wir da noch ein 4. zwischen? Ich glaube, das wird echt knapp, ne? Nee. Ja, das ist jetzt blöd. Jetzt muss ich noch einen bauen. Kann ich hier neben einen bauen? Ja, hier, komm. Bauen. Wir müssen uns echt beeilen mit dem Bett. Verdammt. So. Dann heißt, ich brauche noch mal eine Lampe. Oh, wie lange das dauert, ey. Es regnet. Ich habe noch einen Brief. Jetzt muss ich erstmal schlafen. Schlafen. Oh Mann, ey. Ganz schön anstrengendes Spiel hier. Was ist hier? 8. Tag, da kommt er ja wieder, ne? Oh, da haben wir jetzt Zeit. So, während du eine Gruppe an Gegenständen kannst du mit rechter Maustaste einen Gegenstand ablegen. Okay. So, was ist hier? Wir müssen essen. Wir haben nichts zu fressen mehr.
Heißt, ich muss jetzt endlich mal. So, komm. Die Möhre, alles essen. Alles essen. Wir müssen noch eine Suppe essen, ne? Jo. Ich bin doch gerade pennen gewesen, Junge. Das ist nicht richtig mit dir, ey. Nickerchen. Ne? Nickerchen. Ja, mach doch mal ein Nickerchen hier. Hat er gerade geschlafen, dann muss er schon wieder schlafen. Echt. So. Hier jetzt hin. Hier. Da müssen wir. Wir müssen noch ein Glas haben, ne? Scheiße. Komm, renn mal schneller. Nimm dir den Becher. Gönn dir. So, schnell zur Werkbank. Becher jetzt hier nochmal auseinandernehmen. Birne. Ach Quatsch, hier. Zerlegen. Wandlampe herstellen. So, cool. Dann müssen wir hier rein. Ich hoffe, ich kann da einfach jetzt so rein. Ja, cool. Genau. So. Dann haben wir hier auch Licht und dann können wir hier das letzte Beet nochmal unterbringen. Jawohl. So. Dann pflanzt doch mal was an. Was haben wir denn hier? Dann haben wir hier Karottensamen. Einmal. Gut. Und Wasser, ne? Pflanzen. So, Wasser. Ah. Cool. Dann machen wir mal, was auch immer das ist, Salatsamen. Pflanzen, wässern. Dann hier nochmal Rüben wahrscheinlich, ne? Pflanzen. Was haben wir denn hier? Salat. Oh. Ja. Dann müssen wir da nochmal eben eine Möhre rein. Zack. Pflanzen. So. Und jetzt fehlt uns noch was. Verdammt. Mal gucken, ob wir noch irgendwas da haben. Da? Nee. Da ist nichts drin. Mist. So, hier hatte ich auch alles raus, ne? Ja. Die Schränke hatte ich auch durchsucht. Hier oben war keiner. Schade. Stromkasten. Mhm. Nee, schade. Schade, schade, schade. Ja. Dann muss ich hier nochmal was anderes einpflanzen. Dann gibt es hier auch nochmal Möhren, komm. Schade, ich hätte gedacht, ich habe noch nur Dings. Aber dann kann ich Karottensuppe machen oder so. Pflanzen brauchen Wasser und Licht zum Wachsen. Jo. Ah, ich habe kein Wasser mehr. Doch, habe ich noch. So, Nahrungsquelle gesichert. Ich sollte wieder auf meinen Plan schauen. Okay, dann tun wir das doch mal. Dass sie das immer wieder hier einblenden, ne? So, und dann gucken wir mal auf den Plan. Und dann gucken wir hier auf den Briefkasten. Jo, wie kann ich fliehen? Auto, Flugzeug, Rakete? Nein, das wäre einfach nur verrückt. Mache einen Plan. Fluchtplan. Rennen, Präparen. Inspiration. Inspiration? Nee. Was ist denn Inspiration? Was ist das? Stoff, Erde, Geld. Hm. Ich muss nochmal planen. Wie kann ich fliehen? Ich muss etwas Inspiration finden. Okay. Dann such du mal nach Inspiration. Ich gehe mal an den Briefkasten, ne? Beim gucken, was hier los ist.
So, da ist ein Brief, ne? Hier, lesen. Lieber Nachbar, mögen Sie im Allgemeinen Blumen, Kräuter und Pflanzen? Haben Sie Probleme, Freunde in der Stadt zu finden? Haben Sie genug vom städtischen Leben und den traurigen Männern in Anzügen, die Ihr Haus durchsuchen? Mögen Sie die Natur? Wenn all das auf Sie zutrifft, und ich bin mir sicher, das tut es, dann kommen Sie bitte am Tag in den Wald. Sie werden sicherlich jemanden Freundliches treffen. Die lokale Kräutersammlerin. Ja, dann ab in den Wald, wa? So, ab in den Wald. Das ist auch gut, dann können wir uns nämlich wieder, können wir uns mal Blaubeeren hier mitnehmen. Weil die brauchen wir ja. 3 Blaubeeren. Warum habe ich eigentlich vorhin so wenig gehabt? So. So, ein paar Blaubeeren haben wir. Gucken wir mal hier im Wald. Also irgendwie hier nochmal ein paar Blaubeeren. Aber dann ist hier auch schon Ende, ne? Nehmen. Nimm mal den Holzstamm auch mit. Aber können wir bestimmt gut gebrauchen. So, dann gucken wir mal hier wieder zurück zum Schildchen. Ja. Ah! Nee. Hä? Wo denn jetzt? Was denn jetzt hier? Hä? Wo geht's denn jetzt hier weiter? Ach, hier! Aha. Komm, renn. Ja, renn schneller. So, okay. Doppelklicke, bla bla bla. Und so schnell kann doch keiner lesen, Mensch. Ja, da können wir ordentlich Smoothies machen. Ah, nimm mal 2 Baumstämme mit. Das ist doch schon mal was. Hier geht's nicht weiter, ne? Ne. Dann schauen wir mal hier. Ne, jetzt lassen wir die Blaubeeren mal Blaubeeren. So, was haben wir hier denn noch? Hier ist der Pfad zurück. Ah ja, hier. Ah. So, dann weiter. Aha. Wald Level 1 von 3. Ah, da wackelt was. Was ist denn da los? Verdächtiger Busch. Ah! Hoppla! Ich habe mich nicht versteckt, ich habe nur Beeren gepflückt. Bob, bist du okay? Okay, Hallöchen. Hallo Butterblume, ich wusste, du würdest kommen. Du siehst aus wie ein starker und fähiger junger Mann. Hm? Ist ein bisschen her, seitdem mich jemand jung genannt hat. Und Sie sind? Oh, wo sind meine Manieren? Mein Name ist Jenny. Ich bin diejenige, die dir den Brief geschickt hat. Entschuldige die Geheimhaltung, aber man kann heutzutage nie zu vorsichtig sein. Du kannst mich normalerweise hier um diese Uhrzeit antreffen. Ich bin eine Kräutersammlerin. Man könnte sagen, dein Kontakt für alles, was Pflanzen angeht. Ah, man nennt mich Prepper. Schön, Sie kennenzulernen, gnädige Frau. Oh, nenn mich doch bitte einfach nur Jenny. Und lass uns auf den Punkt kommen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich habe diese gemütliche Hütte im Wald, aber komme nicht zu ihr hin. In der Gegend ist die ganze Zeit ein sehr bösartiger Wolf. Ich habe alles versucht. Er ist nicht auf meine Köder aus giftigen Kräutern in einer Wurst reingefallen. Könntest du ihn für mich beseitigen? Hm? Ein Wolf und eine Hütte im Wald? Brauche ich ein rotes Käppchen und einen Korb für diese Mission? Du würdest in Rot lieblich aussehen. Aber ich bin nicht die Modepolizei. Hilf mir bitte, damit ich niemandem große Ohren und Zähne erklären muss.
Im Gegenzug kannst du alle Materialien, welche noch in der Hütte übrig sind, haben. Ich muss sowieso wieder aufstocken. Und sobald ich meine Hütte wieder habe, könnten wir miteinander handeln. Sind wir im Geschäft? Ja, sind wir. Ich werde mich um den Wolf kümmern. Hast du das gehört, Bob? Wir werden unsere Hütte zurückbekommen. Ein Hebel. Inspizier das. Ein relativ einfacher Hebel. Vielleicht ist er nützlich für die Reparatur der Seilbahn. Nehmen. Machen wir. So, da muss ich jetzt erstmal zurück. Ein bisschen was. Haben wir ja noch an Zeit. Da. Nein. Quatsch. Wo ist denn hier der Gang aus? Der Ausgang. Ja, hier. Halte die linke Steuerungstaste gedrückt, um vorzuspulen. So. So, ich muss die blöden Wege hier mal suchen, ey. War der weiter hier vor? Ah, ja. Au! Cool. So. Wo war jetzt dieser Sicherungskasten? Hier. So, dann reparieren wir den mal. Reparieren. Den Hebel. Zack. Yo. Achso, mach das wieder aus. Wie kann ich das denn ausschalten? Naja. Level 2. So. Wenn du deine Händler auflevelst, bla bla. Ah. So, dann gucken wir doch mal. Ah ja. Hier geht's weiter. Oh, ich muss ganz dringend nach Hause auch. Jo. Aber wir gucken jetzt mal wegen dem Wolf. So viel Zeit müssen wir haben. So. Danger. Du stellst Dinge schneller her. Mit irgendwas Ausdauer. Aha, was haben wir denn hier? Gondel. Was haben wir denn hier alles Schönes? Plastik, Glas, Thunfisch, Geld und Feldration. Oh, geil. Alles nehmen. Ja, sehr fein. Oh, der Wolf. Nochmal zu hier. Dein erster Kampf startet gleich. Klicke auf den Wolf, um ihn anzugreifen. Halte die Steuerungstaste gedrückt, um den Angriff des Wolfes zu blocken. Oder entferne dich vom Wolf, um auszuweichen. Benutze deinen Schläger im Kampf. Viel Glück. Schläger? Du hast keinen Baseballschläger. In diesem Fall solltest du rennen. Ach, du ahnst es nicht. Achso. So. Nee. Aber zum Glück scheint der Wolf nicht hier hinzukommen. Ja, ich will ja jetzt nach Hause. Ach mal. Da. Ja, ab nach Hause, ich weiß. Ich muss ja erstmal hier hinkommen. Ab nach Hause. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt schnell schlafen und gut ist. So, wir müssen nach oben. Essen können wir einen anderen Tag. So. Ab ins Bett. Schlafen. Ja, das Schlafen ist auch gleichzeitig das Speichern. Deswegen würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle jetzt Schluss.
Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mit Essen, Baseballschläger bauen wahrscheinlich. Und den Wolf kriegen. Aber mit dem Speichern hier macht das jetzt Sinn, hier Schluss zu machen. Also, wenn euch die Runde heute gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch gerne. Schaut euch auch gerne alle anderen Videos an, würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.